So Freunde, die Kacke ist wohl wieder am Dampfen. Ali Osman hat ein erneutes Video hochgeladen, wie nicht anders zu erwarten. Wir freuen uns natürlich darüber. Wir sind der Mob. Wir sind geil auf diese Videos. Es heißt Ali Osman Ansage an Stefania Laura und Jan Sander. Kleine Info am Rande, nur dass ihr Bescheid wisst. Stefania Laura ist die Freundin von Jan Sander alias Miami Gianni. Wir haben diesbezüglich, gestern war das glaube ich, ein Video hochgeladen, für die, die nicht wissen, worum es da geht. Er hat einiges über sie exposed, veröffentlicht, ja, go. Zentral anhören. Auf jeden Fall, bevor ich anfange, so, ey, Masak, das tut mir jetzt leid, ne? Ich weiß, das gehört dir, aber ich muss das jetzt benutzen, weil die Kacke, die ist echt am Dampfen, Mann. Anhören. Der Sprücheklopfer klaut einen Spruch bei mir. Aber ist absolut fair, ja, absolut fair, weil so viele Leute benutzen mittlerweile seine Sprüche, das ist nicht mehr normal. Sogar meine eigene Tochter kommt, geht einfach vorbei, war so an mir vorbeigegangen und sagt sie Vierfinger Mexican Style, aber so auf Kindersprache mäßig, also so lustig. Oder auch Cousins von mir, auch Leute, so, die ich einfach draußen treffe, die dann sagen, ey, Masaka, wie können wir Foto machen, dies, das, Mexican Style, Schallzentrale, wo ich nur denke, Junge, was hat der gemacht? Der kommt von der Straße in die YouTube-Welt und verbreitet wie ein Lauffeuer seine Sprüche. Hammer. Richtig am Dampfen. So. Auf jeden Fall die Löwin, die ist sauer, die hat die Krallen ausgefahren und postet jetzt Fotos von der Polizeiwache irgendwo da in Bayern, Anzeige etc. hin und her. Und auf jeden Fall verstehe ich nicht so, welche Luft atmet ihr da überhaupt in dem Dorf so? Die muss ja richtig sauber und rein sein, weil wir im Ruhrpott, klar, wir atmen Schwerindustrie, Smog, ne, alles so. Aber wir sind auch vielleicht ein bisschen anders oder crazy so, aber wir sind gerade, wir sind ganz normal, okay? So, und mit deiner Anzeigenummer und so, bei uns hier, da kannst du vielleicht Circus Roncalli auftreten, so. Weiß ich nicht. Ey, seine Sprüche sind nicht mehr normal, ohne Witz. Auf der einen Seite tut mir die Freundin von Jan Sander, also Miami Gianni, leid. Sie wurde mit reingezogen, er hat das ja öffentlich gemacht, er hat einen Beef mit Miami Gianni und Genghis gehabt und ich sag euch ganz ehrlich, ganz egal, was Miami Gianni oder Genghis, sage ich mal, in der Öffentlichkeit fabriziert haben, ich stehe immer noch fest hinter der Auffassung, das ist halt fest meine Meinung, man sollte Partner nicht mit in sowas reinziehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch überlegen, wie er sich wohl fühlt. Er ist bereit, über Leichen zu gehen. Es wurde ihm seiner Meinung nach sehr viel Unrecht angetan. Er hat dann die äußersten Grenzen, so sage ich mal, gepackt und pff, alles oder nichts. Ja, er reißt alles mit sich. Quasi will er zeigen, macht mit mir keinen Spaß. Okay, kann man sehen, wie man will. Aber sie ist wohl halt zur Polizei anscheinend gegangen und hat ihn diesbezüglich angezeigt. Ansonsten, das beeindruckt nicht so. Ich verstehe auch nicht, was dein Problem ist so. Warum du dich angesprochen fühlst, Löwin. Und vor allen Dingen, weil ich gar nicht verstehe, warum tut dich dein, ich würde jetzt nicht Löwe sagen, aber dein Freund überhaupt in die Arena schubst und so. Was hast du denn da verloren? Warum bist du jetzt auf einmal da? Warum habe ich mit dir jetzt auf einmal zu tun? Warum schreibst du mir überhaupt? Oder warum? Hä? Er hat sie doch in die Öffentlichkeit gezogen. Warum fühlst du dich angesprochen? Ha, wegen die Post gestern? Okay, dann will ich dich rechtlich mal aufklären. Wir machen, wir sind eine Plattform, okay? So, guck mal in meinen Stories. Ich tue alles da posten, von Firmen, dies, das. Ne? Das sind wie Nachrichten. So. Und was wurde denn gestern gepostet? Denk doch selber mal nach. Habt ihr da echt die reine Luft? Die tut, glaube ich, echt nicht gut. So. Doch, reine Luft tut gut. Hier in der Eifel hat man, soweit ich mitgekriegt habe, in ganz Deutschland sogar noch bessere Luft als in München. Also die reine Luft tut wirklich gut, Freunde. Ihr seht es ja an mir, ja? Erstens, ein Swingerclub. So, hey, das ist ein ganz normales Etablissement, legal, gewerblich. So, du tust das sofort damit diskriminieren, erstmal einerseits. Warum? Weil das öffentlich ist. Die Leute machen Werbung damit, verdienen ihr Geld, ne, etc. hin und her. Und ich habe doch nur an Jan Sander, weil die Zuschauer von uns so die Frage gestellt hatten, so, warum ein Kellner, ein XY jemanden sagt, dass Jan Sander und seine Freundin da wohlgesehene Gäste sind. So. Was ist daran jetzt verwerflich? So. Und da war ein Fragezeichen. Ja, du hast das doch gespeichert. Das war eine Frage gewesen. Okay, so. Und weiß ich nicht, was das rechtlich bringen soll. Da wird ja nicht gesagt, dass das wahr ist oder dies ist oder das ist. Nein, das ist nur eine Frage, die da gestellt worden ist. So. Die zweite Sache, Cam4 auch, ist ein öffentliches Portal.
Foto war drauf, geschützt sogar mit 18 ohne Bilder, so rechtlich in Ordnung. Und das ist auch ein legales Portal. So, da tun halt dann Frauen, keine Ahnung, Pornos, dies, das, die verdienen damit ihr Geld, das Portal verdienen. Moralisch eine andere Sache, aber gesetzlich alles in Ordnung. Kann jeder machen, der will. So. Er hat das alles innerhalb von ein paar Wochen gelernt. Ich musste leider Gottes nach 3 oder 4 Jahren YouTube auf die Schnauze fallen, um diese Sachen zu lernen. Ja, ihr erinnert euch noch damals an den Brief, den ich gekriegt habe wegen dem Interview mit dem DSDS-Kandidaten. Ich glaube, hat jetzt 1,8 Millionen Aufrufe, nur weil er ganz kurz ein Bild in die Kamera gehalten hatte. Er hatte es gehalten und ich musste dann 40.000 Euro dafür zahlen. Krank. Und dazu war doch auch wieder an Jan Sander, V-Mann YouTube-Star, eine Frage gestellt. Warum einen Tag vorher das Account Steffi mit Doppel-F-I, Rosane Herz, Passau gelöscht worden ist? Fragezeichen. So, warum fühlst du dich jetzt angesprochen, Löwin? Weil damit ja quasi implementiert wurde, dass sie das war. Ich habe das ja auch gedacht in meiner Reaktion darauf. Ist halt selbstverständlich. Und bezüglich dieser 40.000 Euro von eben, nur damit wir uns nicht missverstehen, ich sollte die zahlen, habe ich aber nicht, weil ich vollkommen im Recht war. Ja. Warum? Ich verstehe das nicht. Man redet doch, reden wir über dich oder bist du da? Keine Ahnung. Wir haben den Jan Sander gefragt. So. Und das sind halt Sachen so, deswegen meine ich, damit kannst du hier bei uns Circus Roncalli auftreten. So. Aber ich finde eher, guck mal, du bist eine öffentliche Person, ich verstehe das nicht. Ne? Du tingelst hier mit deinem V-Mann YouTube Superstar durch Deutschland. Nein, Galileo, ProSieben, 10 Fragen, nein, dies, das. Da ahlst du dich dann in der Öffentlichkeit so, präsentierst dich so, alles ist gut. Die Nummer hier in Dings, wo ihr in dem Bus saßt, wo die Rumänen, Bulgaren euch nicht, wollten nicht, dass man die gefilmt wird, das verstehe ich. So. Was habt ihr im Bus alles da gesagt und die Leute da beleidigt, vor allen Dingen du, Löwin. So. Und jetzt machst du einen auf Doppelmoral, so, was für eine Schauspielerin bist du, Mann. Damit kommst du hier bei mir nicht durch, okay? So, wenn dein Typ dich in die Arena schickt, ne, kann ich nichts dafür, die Arena, die ist so, okay? Das ist eine Öffentlichkeit, so. Ja, der Typ hat sie ja nicht in die Arena geschickt, ne. Er hat sie in die Arena gezerrt. Und ihr wisst ja, wir sitzen alle im Publikum, wir sind der Mob und geil und uns darauf auf. Solange man sich an Recht und Ordnung hält, ist alles erlaubt. So, dann war alles in Ordnung, dann warst du öffentlich, dann hast du dich präsentiert. Du hast eine Facebook-Seite, Instagram-Seite, alles öffentlich, Bilder, du postest Sachen hin und her und alles steht da drin. So, und jetzt fühlst du dich auf einmal angegriffen. Was ist das für eine Doppelmoral? Ich sag dir mal was, wenn du eine Anzeige machen willst, ne, mach die gegen Jan Sander, okay, gegen die Videos, die ganzen Beleidigungen, wie der die Menschen beleidigt hat, okay, genötigt hat, verleumdet hat, so. Habe ich leider nicht gesehen, ich weiß nicht, wovon er da spricht. Der hat Frauen reingezogen, der geht über Leichen, ah, du den doch anzeigen, warum zeigst du den nicht an, hä? Sag mal. Aber mach mal einfach, ja, wir sind die Straße, Mann, okay, so, und wir bewegen uns im rechtlichen Dings, alles in Ordnung, mach deine Anzeigen oder sonst was, so, und das Korrekte wäre so gewesen, du bist ja so öffentlich, du präsentierst dich ja gerne, aber du hättest einfach ein kleines Video machen müssen, so, hättest dich dahingestellt wie ich und gesagt, ey Leute, so, diese Vorwürfe stimmen nicht, ich war nie in diesem Laden, so, ich habe nie so eine Seite gehabt, wenn du dich angesprochen fühlst, so, weil keiner hat gesagt, dass man von dir redet, so, dann hättest du das klargestellt und ich bin mir sicher, all die Leute, die diese Information hatten, so, hätten das dann gut sein lassen. Ganz klare Sache so. Wo ist das Problem so? Aber warum fühlst du dich angesprochen, Löwin? So? Ist da echt was dran? Deswegen, mach dir keinen Kopf. Ja, aber quasi, ihr wisst ja, ich bin immer fair. Quasi, wenn er das in die Öffentlichkeit zerrt und sie dazu zwingt, sich dazu äußern zu müssen, ist das schon eine unangenehme Situation. Aber im Endeffekt hat er teilweise recht damit, dass er sagt, sie steht in der Öffentlichkeit. Es ist halt alles öffentlich bei ihr, man kann öffentlich alles einsehen. Und das hat er halt zur Verfügung gestellt, hat ein paar Fragen da gestellt. Wie sieht's aus, Jan Sander, Miami Gianni, deine Freundin hier, du da, bla bla bla. Ja, ist halt ein Beef zwischen denen. Geh rechtlich deinen Weg, anhören. So, und ich wünsche dir viel Glück. Und was diese Internetsache angeht, ne, und hier meine Videos, guck mal, hier Leute, hier. Ich verstehe eins nicht so. Was ist jetzt das Problem? Was ist jetzt das Problem, ne? Dass ich hier so ein Video mache? Warum juckt das die Leute oder die bestimmten Leute? Warum? Ja, das ist bezogen auf die Tatsache, dass er am Anfang immer gesagt hatte, das wird mein letztes Video und dann kam immer weiter, weiter, weiter. Er rechtfertigt sich. Er will die Leute mitziehen. Das ist meine Meinung. So denke ich das. Er fühlt sich ungerecht behandelt.
und will das im Internet halt klären, da diese Leute nicht bereit sind, es auf anderen Weg zu klären. Oder halt auch viel zu weit weg wohnen, ne? Miami Gianni wohnt halt in München, im Pott, so. Überhaupt so. Was mache ich denn überhaupt? Bei uns sagt man so, der Letzte macht die Lichter aus und ich bringe noch den Müll mit raus. Okay, so, keine Sorge, ich bin dann auch weg so. Aber was ist das Problem? Ich würde es schade finden, wenn er weg wäre. Wir generieren auf seinen Nacken gute Klicks, der Mob wird durch ihn unterhalten. Warum nicht? Soll er weitermachen? Soll er eine YouTube-Karriere starten? Ich würde das feiern. Er soll einfach einen Kanal erstellen, den er nennt Ali Osman. Und dann soll der Meinungsblog-Videos hochladen mit seinen Sprüchen, die er macht. Oder einfach Reactions auf irgendwelche Videos. Ich glaube, das würde richtig gut ankommen, ja, mit seinen ganzen Philosophien und Weisheiten, die er hat. Also ich meine das ernst, wirklich. Er könnte damit ein gutes Leben führen. Er könnte damit, sagen wir mal, sogar wenn es sehr, sehr gut läuft, fünfstellig im Monat verdienen. Nur für Videos, sich hinzusetzen. Soll er sich den Isar packen? Soll er zusammen mit dem was aufbauen? Warum nicht? Mein Dings war das nicht, in YouTube reinzukommen. Warum ich das gemacht habe, habe ich ja erklärt. Ne? Man muss nur immer hinhören. So. Und nur der Punkt ist, ich bin in YouTube reingekommen, aber man hat eine Sache übersehen. Ich bin nicht alleine reingekommen. Okay, so wäre ich auch nicht gegangen. Ich habe einfach die ganze Straße hinter mir mitgebracht. Okay, jetzt ist die ganze Straße in YouTube drin. So. Und manchen Leuten passt das nicht. So, interessiert mich auch nicht. Und das ist doch eine ganz klare Sache. Ich habe mich hingestellt und gesagt, ey, hört auf mit dem Gemüse. Wenn einer ein Problem hat, soll der zu mir kommen und nicht hinter Monitoren hin und her. Geht, guckt in meine Interviews mal. Habe ich doch gesagt. So, wenn dann da Leute sind, die das nicht machen, ha, okay, dann komme ich nach YouTube und fick die da, okay? Ist kein Problem für mich so, weil die kommen nicht runter auf die Straße. Ich will Ui, ganz böse, Video ist gelb. das auch das Ganze hier nicht haben. Aber ist halt so. Aber ich mache das, okay? Ich mache das, kein Problem so. Für mich kein Problem. Und wenn einer Probleme damit hat, der soll sich, keine Ahnung, behandeln lassen, Hilfe suchen, Heilung suchen. Weiß Interessiert mich nicht. Geil. Der Junge, der ist Unterhaltung pur, ehrlich. nicht so. Aber wir bringen die Sache zu Ende, okay? So, und ich verstehe nicht, was das Problem an der Sache ist. So. Alles ist doch in Ordnung. Was andere machen, ist okay. Wenn ich das mache, ist das auf einmal nicht okay. So, ich verstehe das einfach nicht. Da ist Beispiel jetzt wie die Löwin aus Rheinhausen. So, da ist jemand, die ist eine Prostituierte, arbeitet, macht, tut. Alles ist klar, alles ist sicher. Die hat Kunden, alles ist in Ordnung. So, und das weiß jeder, redet, sagt. So, aber in dem Moment, wenn ich jetzt komme, zu einer Nutte Nutte sage, ist das dann verwerflich oder moralisch bedenklich? Ey, Mann. So einfach ist das nicht. Das Ding ist, er hat das halt öffentlich gemacht und nicht jeder wusste das. Ich wusste es zum Beispiel nicht und ganz, ganz viele da draußen wussten es auch nicht und halt durch das Video, was er öffentlich gemacht hat, wurde das halt verbreitet und vielleicht wollten die einfach nicht, dass es so viele Leute außerhalb ihres kleinen Dunstkreises weiß. Ist eine verständliche Sache. Wie gesagt, in dem Punkt, egal wie cool ich seine Sprüche finde, seine Art und alles drum und dran, in dem Punkt stehe ich halt hinter Jengis, sage ich euch, wie es ist, weil seine Freundin wurde da einfach mit reingezogen. Ich hatte bis dato kaum was von ihr miterlebt. Ich habe sie nie gesehen und sie war eigentlich nie Bestandteil von dem Kosmos, was ich von ihm mitgekriegt habe. Dann wurde sie mit reingezogen und hat jetzt halt einen sehr, sehr dreckigen Ruf, zumindest in der Umgebung. Ja, den hatte sie vielleicht auch schon vorher, aber jetzt noch viel, viel weiter verbreitet. Und das sind halt so Dinger. Vor allem, das lege ich ihm auch wirklich nah ans Herz, falls er wirklich mit YouTube durchstarten will oder YouTube starten will, was auch nichts Verwerfliches ist. Um Gottes Willen, ich wäre der Letzte, der sagen würde, mach das nicht. Ich mache das doch selber auch. Ich liebe es. Ich sitze hier, ich rede mit euch, lese mir die Kommentare durch, wir interagieren miteinander, wenn ich live bin, etc. Das ist halt ein geiles Feeling. Kann man feiern. Ist doch nichts Verwerfliches, nur weil er sagt, ich bin Straße, dies, das, na und? Viele Leute da draußen waren Straße oder sind Straße und machen auch YouTube. Es ist doch eine Art der Kommunikation. Man baut sich eine Community auf und unterhält sich mit dieser Community. Ja? Man unterhält die Community und wird selber auch wiederum unterhalten durch die Kommentare, die die schreiben. Ist doch ein schönes Geben und Nehmen. Das ist alles kalter Kaffee, Mann. Damit kommt da bei mir nicht durch, okay? So, wir bleiben stehen, wir ziehen die Sache durch. So, wir tun niemandem Unschuldigen etwas. So, und man soll nur mal genau hingucken, mit wem es wir zu tun haben, okay? So, beide, die waren der Faktor. Die haben über jeden hergezogen, okay? Über Clubs, über dies, alles in Verruf gebracht. So, genau diese beiden. Und Ja, das stimmt. Also, teilweise stimmt das, ja.
Es wurde sehr viel geschossen, bababam, verbal gesehen, videotechnisch gesehen. Das stimmt, ist eine Tatsache. Aber wie gesagt, da muss man nicht, wie er eben selbst gesagt hat, wir ziehen keine Unschuldigen mit rein, Freundinnen mit reinziehen. Aber alles andere ist dann schon legitim, wenn man ein Online-Beef gegeneinander führt. Und weil ich mich jetzt um die kümmere, so, ist das jetzt ein Problem für gewisse Leute? Dann bin ich stolz darauf, okay? Dann bin ich stolz darauf. Ich bin immer stolz darauf, wenn ich für die Gerechtigkeit mache, was mache und für andere ein Problem bin. Dafür bin ich eh bekannt, so. Aber ich mache dann Videos, wann ich will, wie ich will und sage da, was ich will, okay? So. Und wenn ich gegen Recht verstoße, mir ist doch ein Rechtssystem. Jeder soll sein Recht suchen, okay? Der soll aber hier kein Gemüse labern und einen auf Doppelmoral tun. Ja, so, und wir gehen keine unschuldigen Menschen an, wenn. Und wenn, dann machen wir Tatsachen, Öffentlichkeit, okay? Wir verstoßen gegen kein Recht. Und wenn das manchen Leuten nicht passt, dann haben die ein Problem damit. Was soll ich dazu sagen, so? Die Wahrheit tut manchen weh. Manchen tut das gut, aber manchen tut das auch weh. Nur... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den beiden Betroffenen, beziehungsweise den vier Betroffenen, wenn man die Partner mitzählt, schon wehgetan hat. Ne, war ja keine leichte, kein leichtes Exposing oder so. War ja schon wirklich eine harte Stufe. Wenn man am Verteilen ist, ne, muss man auch mal damit rechnen, dass man einstecken muss. Ja, da hat er recht. Und das ist eine ganz klare Sache, Mann. Okay, so, und mein Tipp an die Löwin, lass diese Doppelmoral, ne, dein YouTube-Star V-Mann Jan Sander, der hat dich in allem reingezogen, so, und der hat dich noch nicht mal reingezogen, du bist da selber reingesprungen, weil du hast das doch genossen, so. Du bist doch auch wie der Öffentlichkeit, darum willst du Schauspielerin werden. Und weißt du, das Problem, wenn man über eine öffentliche Person redet, so, und warum tust du dann so, ob man gesagt hat, du hättest, du wärst ein Camgirl oder sowas, wo, zeig doch mal. Ach, dieses Post, wie gesagt, da war nur eine Frage an Jan Sander, warum dieses Konto da gelöscht worden ist, über dich hat keiner geredet, du. Boah, der ist so ein Fuchs, war. Das ist so krass. Du redest selber über dich mit diesem Thema. So. Du bringst dich selber in diesem Thema rein, merkst es aber nicht. So. Aber diese Wohlstand, haha, hier Bayern hin und her, da zieht ihr nicht Schätzchen in Ruhrpott. Okay? So. Jede Frau, die sich moralisch wie eine Frau verhält und die Werte vertritt, habe ich schon mal gesagt, das ist meine Schwester, das ist eine Schwester von ihren allen. Aber die, die das nicht vertreten, das ist unsere freie Meinung hier in Deutschland, okay? So, und die können wir so äußern und uns auch dafür entscheiden und auch dafür gerade stehen. Ganz leicht ist die Sache. So, und was den Jan Sander angeht, ist ja alles schön und fein. Nochmal, ich habe ein Video, ein Foto gepostet. Hamer Landstraße in Hamburg. So, das ist kein Spaß. So, an der ganzen Geschichte, ich habe gesagt, die Sache läuft, ich habe Informationen bekommen. So, das drumherum ist eine Sache, aber als ich das erfahren habe, warum ich gerade daran festhalte, das wird jeder sehen. So, und an dich, Löwin, wenn die Doku raus ist, so, und das Geheimnis um die Wohnung gelüftet ist, mal gucken, wie du dann über den Jan Sander V-Mann YouTube-Star denken wirst. Okay? So, dann kannst du wieder Sachen posten und etc. hin und her und sonst was machen. Ulala. Scheint er richtig, richtig böse zu werden. Entweder bist du öffentlich oder nicht. Mach deine ganzen Social-Media-Kanale zu, mach keine Welle mit deinen Macker da in YouTube und in Öffentlichkeiten. So, dann ist doch alles in Ordnung. Niemand wird sich mit dir befassen. So. Ah, machst du das nicht, dann musst du mit sowas rechnen. So. Das ist ganz normal, das liegt in der Natur. So. Ach, sie ist eine Person des öffentlichen Lebens oder was? Das habe ich nicht mit... Ich bin auch nicht auf ihre Kanäle draufgegangen. Ich habe halt nur seine Stories gesehen. Fertig. Mehr mache ich da auch nicht. Ich befinde mich so lange auf YouTube, surfe rum, etc. dies, das, bis ich ein passendes Video finde, was mich interessiert, wie zum Beispiel das hier, oder es wird mir zugeschickt von Leuten. Mehr, ich gucke das Video an und mehr dazu informiere ich mich auch nicht, weil es mich meistens dann auch nicht mehr weiter interessiert. Außer es ist jetzt wirklich eine prekäre Sache, die hätte mich angeschrieben, hätte versucht, das gerade zu biegen, ihre Seite oder sich zu erklären. Pipapo, ja. Aber sonst, naja, keine Ahnung, wusste ich einfach nicht. Und das muss ich dir doch nicht erklären. Du bist doch angeblich so gebildet. Und am besten, scheiß drauf so. Sag lieber deinen YouTube-Star, der soll in die Arena kommen. Du bist nur Dings. Also, ich verstehe gar nicht, warum du jetzt auf einmal da bist. So. Suchst du jetzt auch die Öffentlichkeit? Warum du dich überhaupt angesprochen gefühlt hast? So. Er postet gefühlt 10 Stories über sie und fragt sie, warum sie sich angesprochen fühlt. Er legt hier gerade wieder Fleisch aus. Das ist bestimmt wieder Teil seines Plans, damit er sie aus der Reserve lockt. Aber, wie gesagt, macht eine Anzeige, Schätzchen. Okay, so, für uns kein Problem, Mann. Schaltzentrale ist immer online, kein Problem.
Und nochmal, was YouTube angeht, bis der letzte Müll raus ist, werde ich hier in YouTube sein, werde ich in soziale Netzwerke sein, so. Und ist der Müll draußen, da bin ich auch draußen, da werde ich da auch nicht nochmal reingehen, okay? Keine Sorge, so. Bis dahin, so. Wir sind Sehr schade, Leute. Ich fange jetzt schon an zu weinen. da, Mann. Und die Straße vergisst nicht. Was gerade jetzt passiert, ist nur noch reloaded, Mann. Man kriegt zurück, anhören, man kriegt zurück. Mehr ist das nicht. Keine Angst. Anhören, das gehört zum Geschäft. Also, viele Grüße an meine Löwin, ne? Und V-Mann Jan Sander, YouTube-Superstar. August werden wir sehen. Anhören. Mach's gut, ihr Turteltäubchen. Viele Grüße aus dem Ruhrpott. Ja, der Anfang war das Beste am Video. Der Spruch hat ihm gut gepasst. War ein schöner Spruch, den er da gebracht hat. Alles in allem, Freunde, jetzt mal Real Talk. Das Ding geht langsam dem Ende zu. Ja, ich glaube, August kommt noch die Doku. Dann ist das ganze Ding durch. Da werden wir nicht mehr viel von diesem Beef zwischen den dreien mitkriegen. Also, es ist ja jetzt mittlerweile nur noch Ali Osman, Jan Sander. Es ist. Oh, stimmt, da ist ja noch das Ding mit Manu. Das habe ich ja komplett vergessen. Aber das hat er jetzt erstmal zur Seite geschoben. Da müssen wir auch noch abwarten. Und im Endeffekt, ja, was soll ich euch großartig sagen, Freunde? Würde ich jedes Mal jeden anzeigen, der mich ins Internet zieht oder über mich redet im Internet oder irgendwelche Faxen macht, so wie sie das jetzt gemacht hat, nur weil er über sie ein paar Stories gepostet hat, wäre ich ja den ganzen Tag bei der Polizei. So, ja. Ich kann sie irgendwo verstehen, natürlich. Auf der anderen Seite, wenn sie wirklich eine Person des öffentlichen Lebens ist, muss man tatsächlich damit rechnen. Ihr könnt mir aber wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.